so cool. Plötzlich habe ich meine Freunde im Fernsehen gesehen. Und manchmal, da zeigen sie dich im Fernsehen und du weißt es gar nicht. Meine Freunde habe ich bei Mitten im Leben auf RTL gesehen. Das war so geil, ne? Vor allem, wie die mir gesagt haben, die haben nur 50 Euro Provision gekriegt, damit sie die filmen dürfen. Alter, ey. Alter, ich würde mich so schäbig vorkommen, ne, an deiner Stelle. Vor allem so peinlich, einfach. Ich möchte auch mal im Fernsehen sein. Ja, dann bewerb dich bei RTL, Mann, ganz ehrlich. Du sollst immer mal wieder den Fernseher einschalten. Warum? Ich meine ganz ehrlich, YouTube ist populärer als Fernsehen einfach. Weil, erstens, weil es da mehr zu sehen gibt. Zweitens, weil man da auch teilweise Sendungen oder auch sogar auch Filme gucken kann. Warum sollte ich noch Fernsehen gucken? Ich gucke seit Jahren schon kein Fernsehen mehr. Was soll denn das? Fernsehen hat sich schon so weit entwickelt, dass nur ältere Leute Fernsehen gucken. Sorry an den Älteren, die jetzt doch mitgucken, aber die meisten älteren Leute, die gucken einfach, die gucken nur Fernsehen, weil sie halt kein Internet haben oder weil sie nicht mit dem PC klarkommen. Ne? So. Erstmal in fremden Häuser gehen wieder. Das ist ja auch wieder immer wieder ein Highlight. Wenn ich doch nur ein Rad hätte, dann könnte ich Gravelbot City zum Einkaufen fahren. Ja, Alter, dann lass dir mal ein Rad geben. Und zwar einen guten Rad. Gutes Rad ist teuer. Ahahaha. Dort würde ich mir dann einen Hafenbrief in Pokémon Supermarkt kaufen. Hä? Wieso Briefe kaufen? Warum? Schreibt ihn doch selber. Warum muss man sich Briefe kaufen? Schreibt ihn doch selber. Was? Warst du so unfähig in der Schule, dass du nicht schreiben gelernt hast? Weißt du nicht, was ein Füller oder ein Kugelschreiber oder ein Bleistift ist? Hast du keine Blätter Papier? Kannst du einen Brief selber schreiben, Alter? Oder Alte? Was geht? Das geht doch alles. Was soll denn das? Nee, ich verstehe das nicht. Achso, ich brauche ja noch hier Aufwecker, ne? Oder? Muss nur gucken, was für Geld ich noch habe. Oder? Weil ich bin ein bisschen... Weil ich muss sagen, ich spiele ja nebenbei noch Pokémon die schwarze Edition 2 und da habe ich extremst viel Geld. Da hatte ich letztens 320.000 Poké-Dollar und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen wegen Geld und so, weil da habe ich glaube ich auch nicht so viel. Ich weiß das gar nicht. Muss ich gerade mal gucken. Boah, 14.000 habe ich bloß. Alter, das ist ja echt extrem wenig. Einen habe ich. Was mit Paraheilern? Oh, Paraheiler brauche ich. Nimm mal 15. Bin mal so spendabel. So. Aufwecker habe ich auch nicht mehr viele. Nachher 10 Aufwecker, das ist schon mal gut. Was habe ich an Gegengift? Was? Alter, was geht? Wie viel möchtest du? 9. Ich nehme mal 11. Mach ich nachher 20 Gegengifte und dann geht das schon.
So. Wie viele Pokébälle habe ich eigentlich? 5. Dann nehme ich nochmal 5. Oder ich nehme mal 15. Auch wenn es Superbälle gibt. Auch wenn es schon Superbälle gibt. Ein Premierball. Das ist ja super. Weil ich in Massen gekauft habe. Das ist super. Gut, was hast du noch? Hey, weißt du, was cool ist? Was? Weißt du, es ist cool, dass es Pokémon-Kämpfe und all das Zeug gibt. Aber wenn dein Pokémon verletzt wird, musst du es gesund pflegen. Wow. Was für eine echt geile Aussage. Du bist der beste Pokémon-Meister, den es gibt. Alter. Bei solchen Leuten, ganz ehrlich, da würde ich so einen Facepalm kriegen eigentlich. Das ist unfassbar. Ich gehe jetzt mal ins Pokémon-Center. Für die Leute, die es nicht wissen, ich spiele ja auch privat die schwarze zweite Edition auf mein DS und da vermisse ich die Vorspulfunktion, Alter, gerade bei wilden Pokémon auch. Oh, da habe ich die so vermisst bei der letzten Aufnahme, weil das ist unfassbar, wie man die vermisst. Einfach. Weil das wäre so praktisch, das müssten die mal in den nächsten Pokémon Evolutionen einbauen. Auf jeden Fall, ey, ganz ehrlich. Irgendeine Taste drücken und dann geht das schnell. Auf jeden Fall. Also das wäre echt eine Evolution, auf jeden Fall. Also das fehlt mir einfach, wenn man nicht nur auf dem Emulator spielt, sondern auf dem richtigen DS. Vor allen Dingen, es ist extrem logisch, Leute. Stellt euch mal vor, ich mach mir grad mal... Ich mach mir grad mal eine Zigarette, während ich das erzähle. Stellt euch mal vor, ihr steht hier von Zaun... Das ist ganz knapp eingezäunt. Das daneben ist halt der Fahrradladen. Gehen wir davor. Hier. Fahrradladen. Radlass Räder. Fahre im Kies und lass dich durch schütteln. Weißt du, da drin sind Fahrräder. Da gehe ich auch mal rein gerade. Hier sind Fahrräder. So. Ist halt ein Fahrradladen. Hier stehen Fahrräder draußen. Warum zur Hölle steht kein Mensch draußen und bewacht die Fahrräder, die draußen stehen? Ich meine, ich bin ein... Ich bin ein Pokémon Generation 1 Fanboy. Damals in der ersten Generation. Ähm,
Da haben die Fahrräder 1 Million Poké-Dollar gekostet. Was nachher mit einem Radcoupon eingetauscht wurde. Da frage ich mich, ich will mal wissen, wie teuer ist ein Fahrrad? Will mal wissen. Hier, ich frag mal den hier. Ich lerne etwas über Räder, während ich hier arbeite. Wenn du eine Anleitung brauchst, wie man Rad fährt, da vorne findest du einige Handbücher. Leute, ganz ehrlich. Damals hat mir mein Bruder gezeigt, wie man Fahrrad fährt. Und das hat gedauert. Das hat wirklich gedauert. Weil man muss das Fahrradfahren lernen. Ist so wie in der Schule. Man muss das Fahrradfahren echt lernen. Gleichgewicht halten, alle und so. Und wie zur Hölle soll ein Handbuch einen erklären, wie man das Gleichgewicht hält oder wie man Fahrrad fährt? Wie soll das gehen? Das geht doch gar nicht. Wie soll das denn gehen, bitte? Nun, was haben wir denn hier? Oh, ein na gut. Du kannst Radler zu mir sagen. Ich bin der Besitzer dieses Fahrradshops. Alter, wer nennt sein Kind bitte Radler? Ganz ehrlich, Radler ist eigentlich eine Abkürzung von Radladen. Aber wie sollen die Eltern bitte wissen, dass ihr Kind später Besitzer eines Radladens wird? Können die in die Zukunft voraussehen? Wie soll das gehen? Naja. Deine Turboträder, die sehen ja wirklich sehr schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Ich meine, ich werde ihn zweimal fragen, deswegen sage ich nein. Nö. Stimmt das wirklich? Dann kannst du, glaube ich, keins meiner Fahrräder gebrauchen. So, jetzt frage ich nochmal. Und dann werde ich ja. Und eine etliche Anzahl von Punkten. Ich will nicht wissen, wie viele Punkte das sind. Du kommst den ganzen Weg von Wurzelheim her? Na natürlich, das habe ich dir doch gerade gesagt, oder? Meine Güte! Das ist unwahrscheinlich weit weg! Wenn du eine Sache, weißt du? Flachwitz. Wenn du eins meiner Räder hättest, könntest du leichter überall hin und den Wind in den Haaren spüren. Obwohl du ein Stirnband hast und deine Haare aussehen wie ein Flugzeug, das auf dem Kopf wegfliegt irgendwie, ich weiß auch nicht. Sieht aber wirklich aus wie ein Flugzeug, müsst ihr mal beobachten. Ich sag dir was,
Ich werde dir einen Rat geben. Einen guten Rat. Gutes Rat ist teuer. Alter, das ist so billig, der Witz. Oh, eine Sekunde. Ich sollte dir sagen, dass es zwei verschiedene Räder gibt. Von den Rädern hat er immer groß geschrieben. Ich weiß nicht, warum er Räder immer groß schreibt. Was soll denn das? Verstehe ich nicht. Das Eilrad und das Kunstrad. Eilräder für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Kunsträder für Leute, die die Techniken des Radfahrens beherrschen wollen. Da ich ein richtig weiches Herz habe... Oh, lass mal fühlen. Lass mal dein Herz fühlen gerade. Oh, ja? Hm? Och. Ich greife dir mal die Brust gerade. Ja? Ja, so weich ist es jetzt auch nicht. Ich meine, es pulsiert und ja, so weich ist das jetzt auch nicht. Mein Kopfkissen ist da ein bisschen weicher. Alter, mein Kopfkissen ist da ein bisschen weicher. Da kannst du nicht sagen, dass du ein weiches Herz hast. Aber gut, gib mir das Fahrrad. Welches möchtest du haben? Ich nehme das Eilrad. Weil ich's eilig habe. Aha. Rontex wählt das Eilrad. Eilrad erhalten. Rontex packt das Eilrad in die Basis-Item-Tasche. Und ganz ehrlich. Ich will ganz ehrlich mal wissen. Wie? Wie, bitteschön, ihr seht den Rucksack. Hier. Mauszeiger ist ja drin. Wie passt das Eilrad in diesen kleinen Rucksack? Das Eilrad ist, ein Fahrrad ist genauso groß wie hier. Wie passt ein Fahrrad in diesen Rucksack rein? Das will ich echt mal wissen. Das ist unfassbar. Das verstehe ich nicht. Wenn du die Räder tauschen möchtest, komm einfach wieder vorbei. Ja. Vor allem, was hängt da eigentlich an die Wand, an der Wand hier? Was hängt hier eigentlich an der Wand hier? Was ist denn das? Das könnten Lenker sein. Aber was ist das? Was ist das? Das sieht mir nicht wie Fahrradteile aus. Naja, gut. Ich geh mal raus. Es ist einfach. Warst du schon Radlers Radladen? Nö. Ich hatte zwar schon mit denen gesprochen, aber nö. Ich war da noch nie drin, habe ich noch nie gesehen. Radlader-Eigentümer ist sehr großzügiger Mann. Wahrscheinlich auch sehr freizügig, ne? So sieht so aus. Kommst daher und hast ein bisschen Knickknack gemacht, ne? Ja. Das sehe ich an deiner Fresse. Wusstest du, dass du von hier lange in diese Richtung dort gehen kannst, ohne die Richtung wechseln zu müssen? Hä? Ich bin sogar in der Lage, den ganzen Weg entlang zu walzen. Ja, ich meine, gut, so fett wie du bist, ich meine... Du wirst ja, denke ich mal, wie so ein Panzer langrollen, ne? Hier so Panzerrollen. Hier so.
deutsche Panzer rollen wieder hier so, ne? Also, ja, das ist mir klar. Da kannst du auch mal den Weg ein bisschen begradigen, wenn du da schon lang rollst. Wie so ein Panzer einfach. Ob eins deiner Pokémon das auch gerne tun würde, was meinst du? Ja Mann, das reicht doch, wenn du da lang rollst, Alter, ganz ehrlich. Dann brauche ich doch meine Pokémon deswegen nicht vergewaltigen dazu. Was soll denn das? Ich kann ihm Walzer beibringen, wenn du möchtest, wenn du magst. Na gut. Einmal erlernt werden. Ist das in Ordnung? Ja. Wie... Was? Das wäre doch klasse, wenn dein Pokémon so aussehen würde wie ich. Alter, ich glaube nicht. Aber wer könnte Walzer erlernen? Ziggy wäre schön. Walzer ist eigentlich eine gute Attacke. Könnte man eigentlich lernen. Soll vergessen werden. Da muss ich selber gucken. Kopfschmuss, Zerschneider überhaupt nicht. Sandwirbel wäre Attacke, die 5 Runden dauert. Härte nimmt zu. Weil das ist eigentlich eine gute Attacke. Gerade wenn es länger dauert. Würde ich mal weglassen hier. Sandwirbel einfach. Ich walze total gerne durchs Gras. Komm, ich lade dich zum Walzen ein. Alter, wollen wir jetzt einen Walzer tanzen oder was? Alter. Immer aufs... Hör auf, mich voll zu labern, weißt du? Sei froh, dass du mir meine Attacke beibringen konntest. So. Was geht mit denen nicht hier? Onkel? Onkel? Warum Onkel? Hä? Ich glaube, es liegt an den Pokémon, dass dieser Junge mehr Pep hat. Aber er hat zu viel Pep. Na, das will ich immer rausfinden. Heiko! Ach, das ist der Heiko! Ach so! Der sein Pokémon vergewaltigt hat. Jetzt weiß ich Bescheid. Ach, bitte, Onkel, bitte. Ich möchte in diese Arena antreten, um zu sehen, wie gut ich bin. Gerade weil ich mein Pokémon so sehr trainiert habe. Also trainiert in dem Sinne, in dem ich das vergewaltigt habe. Bitte, darf ich? Bitte! Hör mal auf, Heiko. Seit du mit den Pokémon... seit du das Pokémon vergewaltigt hast, bist du viel stärker geworden. Aber du überforderst dich, wenn du plötzlich in einer Arena antrittst. Ich bin nicht überfordert. Ich habe mein Pokémon so sehr durchgenommen. Ich kann da nichts mehr zu sagen. Wenn ich die Kräfte von meinen süßen Pokémon kombiniere, besiege ich jeden. Oh, hi Rontex. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich viel stärker geworden. Rontex, ich möchte von dir und von meinem Onkel verstanden werden. Weil, ich hab mein Pokémon so vergewaltigt, dass es auch vollautomatisch stärker geworden ist. Und das will ich dir beweisen. Rondex, bitte, würdest du gegen mich kämpfen? Da brauche ich erstmal ein neues Getränk.
gleich, Leute.